Pumpen und Sprudeln, Wetziger Brunnen- und Wassergeschichte, das ist unsere neue Ausstellung, die wir heute eröffnet haben. Heute dreht man den Wasserhahn auf und das Wasser sprudelt. Für uns ist das alltäglich, das war aber nicht immer so. Wie es in der Stadt war, das ist relativ gut erforscht. Aber hier auf dem Land hat man eigentlich wenig Ahnung, wie es war, bevor dann wirklich die Druckwasserleitungen gekommen sind. Und wir haben das Glück, dass uns heute Brunnenbücher von Oberhausen Hinterdorf übergeben worden sind. Und in diesen Brunnenbüchern hat es nicht nur langweilige Protokolle und Rechnungen, sondern, wenn man ganz genau liest, auch ganz spannende Geschichten. Und die hat Röbi Wittmer aufbereitet und man kann sie hier bei uns im Museum sehen. Besonders begrüßen möchte ich Martin Wunderli, der quasi mit drei Hüten da ist. Einmal als Parlamentspräsident, einmal als Brunnengenossenschafter und einmal als Museumsfreimitglied. Genau. Die Ausstellung ist ja entstanden. Der Röbi hat einmal ein Mail geschrieben, als Archiv und als Museum. Und hat gesagt, er hätte doch die Brunnenbücher und er sei eigentlich der Meinung, dass die nicht in den Privathaushalt gehörten, jetzt langsam. Und Diren und ich sind dann mal schauen. Und dann hat der Röbi gesagt, aber es muss eine offizielle Übergabe geben und er möchte das am liebsten beim Brunnen machen. Jetzt haben wir es halt hier verleiht, der Röbi. Es freut mich außerordentlich, dass ich hier etwas sprudeln darf. Wasser ist das Gold der Zukunft. Ich glaube, diesen Spruch habt ihr auch schon mal gehört. Und er ist wahr. Mit dieser Ausstellung Pumpen und Sprudeln greift das Ortsmuseum in Wetzig ein hochaktuelles Thema auf. Es verbindet nämlich Vergangenheit mit der realen Zukunft und auch mit der Gegenwart. Das Ortsmuseum, wo wir jetzt sind, das ist ein wichtiger Teil unserer Wetziger Kultur und ist heute nicht mehr wegzudenken. Seit der Übernahme der Trägerschaft durch die Stadt Wetzig 1985 ist hier sehr viel passiert und es hat sich entwickelt. Gerade jetzt haben wir gehört, es ist aufgefrischt worden, es ist anmächtig, gewisse Exponate sind weg, es kommen neue Sachen rein und so weiter. Die Dauerausstellung ist sehr wertvoll, auch für die Leute, die hier kommen. Ich bin gerade am Neuzuzügertag bin ich mit einer Gruppe von Neuzuzügern von Wetzig hierher gekommen. Wir haben das angeschaut und sie haben alle gestaunt, was für eine Geschichte das Wetzig überhaupt hat. Ich habe gehört, Brunnentratsch. Also, grüezi Sie miteinander, schön, dass ihr alle da seid. Wir haben wacker gepumpt, also sind ganz viele Einladungen rausgegangen und siehe da, sind ein Haufen Leute reingesprudelt. Also Pumpen und Sprudeln hat da funktioniert. Das Wasser, wie wertvoll das Wasser ist, wir haben das gerade gehört. Mich dünkt Wasser, das gibt drei W, Wasser, Wert und Würde. Also das Wasser ist ganz wichtig, das ist eine ganz interessante chemische Verbindung, physikalisch auch sehr interessant, aber natürlich vor allem biologisch. Sie werden es nicht glauben, aber ich zum Beispiel bestehe zur Hauptsache aus Wasser. Also, der hat das Wasser einen grossen Wert und es braucht auch einen würdevollen Umgang. Wir sind ein Verein und als Verein auch immer auf neue Mitglieder angewiesen. Also wer jetzt noch Lust hätte, in den Museumsverein zu kommen, herzlich willkommen.